Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem Video geht es nur um Revolution. Ich habe meine Produkte jetzt bei Rossmann gekauft. Ich hatte schon viel da. Ein paar Kleinigkeiten musste ich noch kaufen. Da ist es auch das erste Mal für mich, dass ich das jetzt benutze. Ich wollte jetzt eigentlich starten mit der Ultra Base Corrector Palette. Das ist einfach so eine ganz normale Palette, wo so Corrector Farben drin sind. Die funktionierte für mich persönlich jetzt gar nicht. Also wir haben jetzt so ein lila Lavendelton, so ein mintgrün, peachigen Ton. Funktioniert für mich persönlich überhaupt nicht. Deswegen benutze ich das auch nicht. Was ich mir neu gekauft habe, ist die Revolution Pro HD Cream Contour Palette. So sieht die jetzt von innen aus. Das sind halt verschiedene Konturfarben und hier auch noch ein Highlighter. Ich werde es jetzt zum Konturieren nehmen und dann nehme ich diesen Ton. Ich blende das auch gleich mit dem Pinsel aus. Das geht nämlich eigentlich mit dem Pinsel ganz gut. Also das Produkt ist ziemlich fest, wenn ich das jetzt aus der Palette rausnehme mit dem Pinsel. Also die Creme-Kontur sitzt, hat jetzt auf den ersten Blick keinen schlechten Eindruck gemacht. Aber wir machen jetzt auch gleich weiter mit der Foundation und da bin ich wirklich gespannt. Die habe ich mir auch neu gekauft. Das ist jetzt die Fast Base Stick Foundation. Ich habe jetzt im Farbton F4 genommen. Also die Farbe scheint ganz gut so zu passen für meinen Hautton. Aber die lässt sich jetzt gerade so auf den ersten Eindruck nicht allzu leicht ausblenden. Also es geht, aber man braucht schon ein bisschen Arbeit dafür. Es ist jetzt nicht so easy wie bei meinen anderen Foundations. Also gerade auch hier so an den Stellen sitzt die ziemlich gut. Aber ja, so hier der innere Bereich von meinem Gesicht sieht bis jetzt überhaupt nicht schön aus. Als nächstes kommt Concealer und da benutze ich jetzt den Revolution Concealer Define Concealer. Der Concealer soll ein Dupe zum Shape Tape Concealer sein von Tarte. Kann ich euch jetzt keine Meinung dazu geben, ich habe den von Tarte nicht. Ich gebe mir den Concealer gleich so ein bisschen auf die Augen mit, denn das wird meine Lidschattenbase sein am Ende. Eigentlich bake ich immer meinen Concealer, einfach aus dem Grund, dass bei mir so gefühlt jeder Concealer in die Falten rutscht und es ist auch wirklich, dauert keine 50 Sekunden gefühlt. Ich hatte mir mal vor längerer Zeit im Sommer das Banana Powder von Revolution gekauft. Mal davon abgesehen, dass die Farbe jetzt überhaupt nicht passt. Ich habe das 2-3 Mal genommen. Es ist einfach nur orange geworden auf meiner Haut. Es hat auch nicht mal mit Banana Powder zu tun. Es ist einfach nur orange geworden. Sah fleckig aus, hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber deswegen habe ich mir das jetzt auch nicht nochmal eine andere Farbe gekauft. Einfach weil ich wüsste, ich würde es irgendwie nicht noch weiter benutzen. Habe mir aber dafür 2 neue Puder gekauft. Und zwar einmal ein etwas helleres und einmal ein etwas dunkleres. Das hellere werde ich jetzt für den Bereich benutzen, wo ich meinen Concealer aufgetragen habe. Und das dunkle Puder für mein restliches Gesicht. Ich nehme jetzt meinen Beauty Blender und gehe hier richtig rein. Ne? Weil ich ja wie gesagt sonst immer bake, dass ich ein bisschen mehr Produkt einfach drauf habe. Für das etwas dunklere Puder, was ich jetzt für den Rest meines Gesichts benutzen möchte, um meine Foundation zu setzen, nehme ich jetzt diesen Pinsel hier von Real Techniques, gebe mir das einfach halt dorthin, wo ich meine Foundation aufgetragen habe und noch kein Puder. Wir machen jetzt aber erstmal mit einem Part weiter, wo Revolution wirklich eine große Auswahl hat. Und zwar sind das Lidschattenpaletten. Ich habe mich in diesem Video jetzt für die Stove X Palette entschieden. Die sieht jetzt so aus und ich fand die eigentlich auch mal schön, weil die so sommerliche Farben und Herbstfarben hat. Und im Prinzip eigentlich von jedem so ein bisschen was. Also wir haben hier viele Schimmertöne, auch mal so einen blauen Ton oder so einen krassen lila Ton. Und trotzdem viele schöne neutrale Töne. Ich benutze jetzt erstmal hier diesen Ton, um meinen Concealer auf meinem Augenlid zu setzen. Dann gehe ich mit so einem richtig fluffigen Pinsel in diesen ja, Orangeton rein. Klopfe den ein bisschen ab und gebe den dann wirklich mit dem Pinsel großflächig in meine Lidfalte von vorne bis hinten. Wenn ich das habe, nehme ich denselben Pinsel und gehe in diesen Ton hier. Und das Ganze ein bisschen aschiger und ich gehe jetzt nochmal auch mit diesem fluffigen Ton in diesen dunkleren Ton da unten drunter. Also ich muss sagen, ich habe zwar keine Probleme jetzt so beim Verblenden mit den Tönen, aber die Pigmentierung ist halt nicht ganz so stark, ne? Auch nochmal mit demselben Pinsel diesen dunklen Ton hier unten. Mit diesem Ton hier mit dem zu Eva hier auf. Sieht in der Palette jetzt fast so ähnlich aus, ist aber in echt einfach ein bisschen wärmer.
Also das ist jetzt der erste Ton, den ich gerade benutzt habe, der wirklich schon ein bisschen fleckig ist. Aber ich hoffe, wenn wir jetzt noch die anderen Töne auftragen, dass ich das dann einfach etwas kaschieren kann. Ich nehme jetzt mit dem kleinen Finger diesen grünen Ton hier auf. Den setze ich mir ja jetzt hier in die Mitte des Augenlides einfach hier so davor. So, das verblende ich später. Ich gehe jetzt erstmal noch mit einem anderen Ton rein. Und zwar gehe ich als nächstes in diesen Ton hier. Gib mir den jetzt vor, das Grün. Das ist halt so ein richtiger, typischer Goldton. Und ganz nach vorne setze ich diesen Ton. Wenn ich das jetzt habe, nehme ich nochmal meinen fluffigen Pinsel von vorhin und gehe nochmal in diesen und diesen Ton gemischt rein. Und verbinde sozusagen den schimmernden Lidschatten mit dem hier hinten, dass es einen schönen Übergang gibt und alles ja, soft ineinander übergeht. So, das lasse ich jetzt erstmal so. Es ist jetzt nicht mein schönstes Lidschattenergebnis, was ich bis jetzt hatte. Es ist halt wirklich an manchen Stellen einfach ein bisschen ja, fleckig und ungleichmäßig geworden. Aber es ist auf jeden Fall nicht extrem schlimm. Also ich würde damit auch so rausgehen. Für den unteren Wimpernkranz nehme ich jetzt eine Mischung aus diesem und diesem Ton. Für meinen Innenwinkel und unter die Augenbraue benutze ich den hellsten schimmernden Ton aus der Palette. Das ist dieser hier. Auch eine Wimperntusche gab es bei der Revolution Theke nicht. Deswegen nehme ich jetzt die Miss Manga Punch Mascara von L'Oreal. Wir machen jetzt erstmal weiter mit Contouring. Und zwar benutze ich da die Iconic Lights in Contour Pro Palette von Revolution. Ihr habt hier so zwei Highlighter in der Palette, zwei Töne, wo ihr das Gesicht mit abpudern könnt und ja, vier Kontur- bzw. Bronzer-Töne. Zum Konturieren benutze ich immer diesen Ton hier. Übrigens habe ich diese Palette auch schon in einer meiner letzten Videos gezeigt. Und zwar habe ich vor kurzem erst ein Drogerie-Favoriten-Video gedreht, wo ich euch die Palette auch gezeigt habe. Und das verlinke ich euch selbstverständlich ganz oben in der Infobox. Als nächstes kommen wir zu Blush und da habe ich hier auch eine Palette, die ich auch im Alltag immer mal ganz gerne benutze. Und das ist die Revolution Ultra Brush Palette in der Farbe Sugar and Spice. Die sieht von innen so aus und hat hier zwei Highlighter-Töne, die ich auf gar keinen Fall benutzen würde. Und das sind die Blush-Töne. Und ich benutze jetzt diesen Ton hier. Die Blushes von Revolution sind auf jeden Fall ordentlich pigmentiert, deswegen solltet ihr die benutzen, macht da auf jeden Fall vorsichtig, klopft erstmal schön ab und tastet euch langsam ran. Kommen wir jetzt auch schon zum Highlighter. Und Highlighter sind so Sachen, die habe ich auch, gerade wo ich mich angefangen habe zu schminken, von Revolution wirklich geliebt, weil die ja relativ günstig sind und dafür ganz schön Bums haben eigentlich. Ich habe jetzt hier mal drei verschiedene Formulierungen, die Revolution anbietet. Und ich mag persönlich am liebsten die gebackenen Highlighter, aber auch das kann Geschmackssache sein. Ich habe jetzt hier einmal den Skin Kiss Highlighter und der ist schon ganz schön groß. Der beinhaltet 14 Gramm, ist in der Farbe Peach Kiss, sieht von innen richtig schön aus und hat auch wieder so einen schönen großen Spiegel dabei. Dann habe ich hier den Strobe Highlighter in der Farbe Flash. Das war mein erster Highlighter von Revolution und der hat so einen Holo-Einschlag. Der sieht so wellig aus und ist auf jeden Fall richtig stark pigmentiert. Also der hat auch so einen leichten Grünstich, weswegen der jetzt auch nicht zu allem passt. Der hat ein wieder anderes Muster und der schaut so goldig auf der Haut aus. Ihr seht jetzt mal die drei Highlighter-Töne hier geswatcht. Das ist jetzt die Farbe Peach Kiss, Flash und Golden Lights. Ich benutze jetzt Golden Lights und an sich sind die ganz schön. Was jetzt bei mir aber auffällt, ist, dass wenn ich gerade nach vorne gucke, sieht er gut aus, aber wenn ich mich so seitlich bewege und er so reflektiert, hat er so einen totalen grauen Schleier. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur so bei mir ist, aber mir fällt es auf jeden Fall auf und ich persönlich finde es natürlich nicht so schön. Aber an sich für das Geld wirklich ein guter Highlighter aus der Drogerie. Und zwar benutze ich da den Ultra Bronze von Revolution. Gibt es nur diesen Ton, steht also kein anderer hinten drauf. So, machen wir jetzt weiter mit den Lippen. Und die Lip Liner von Revolution, da habe ich ein paar mehr da. Nicht nur die drei jetzt, weil ich die einfach richtig gern benutze und die nicht allzu teuer sind.
Ich habe jetzt hier mal drei verschiedene Varianten Produkte, die Revolution anbietet. Zwar sind das einmal diese Lip Glosse, beziehungsweise die sind so ein, die trocknen so ganz leicht matt an, sind aber so trotzdem nicht komplett matt auf der Lippe. Das sind diese metallischen und die sind eigentlich ganz schön, wie ich finde. Dann haben wir auch einmal diese komplett matten Liquid Lipsticks. Die sind auch nicht richtig 100% komplett matt, aber auf jeden Fall matter und trockener als die anderen. Und dann haben wir natürlich diese ganz normalen Lippenstifte. Ja, ist halt ein Lippenstift. Ich werde jetzt erstmal diesen Ton hier nehmen von Revolution. Darüber gebe ich jetzt den Ton Inclination. Und in die Mitte von meiner Lippe gebe ich jetzt diesen metallischen Ton. Also ihr Lieben, das war es jetzt auch schon mit diesem Make-up. Abschließend kann ich sagen, dass es von Revolution ja Produkte gibt, die kann man auf jeden Fall für den Preis kaufen und die funktionieren auch, die sind gut. Und es gibt aber auch einfach Produkte, wo ich sage, die würde ich mir nicht mehr wieder kaufen, die würde ich auch jetzt nicht mehr so benutzen. Dazu gehört auf jeden Fall die Foundation. Den Concealer, den liebe ich, das ist eine wirklich große Kaufempfehlung von mir. Das Augen-Make-up ist nicht das Beste, was ich bis jetzt hatte, aber man muss vielleicht auch wirklich den Preis von den Lidschatten beachten. Was ich auch sehr gerne benutze, ist diese Konturpalette und Blushpalette. Die benutze ich beide auch schon länger und ziemlich gerne. Ansonsten kann ich aber sagen, dass das Gesamtergebnis mir so eigentlich ganz gut gefällt. Übrigens läuft auch gerade auf meinem Instagram-Account, ich blende ihn euch mal hier ein, eine Verlosung, in dem ihr unter anderem diese zwei Produkte von Revolution gewinnen könnt. Könnt ihr unter anderem diese beiden Produkte hier gewinnen und schaut euch mal bitte an, wie groß diese Palette ist, diese Lidschattenpalette. Also wenn ihr da noch nicht teilgenommen habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das einmal machen würdet. Unter anderem ist auch bei der Verlosung noch Too Faced dabei. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir super gerne eine positive Bewertung dalassen. Ansonsten würde ich mich auch über ein kostenloses Abo freuen. Ein Klick und schon seid ihr dabei. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, verpasst ihr gar kein Video mehr von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich freue mich schon sehr auf das nächste Video mit euch. Bis dahin, eine wunderschöne Zeit. Tschüssi!